Im Haussicherungskasten werden neben Schmelzsicherung und Sicherungsautomaten auch Fehlerstromschutzschalter eingesetzt. Während Schmelzsicherung und Sicherungsautomaten die elektrischen Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss vom Netz trennen, löst der FI-Schutzschalter bereits bei einem Fehlerstrom von 30 mA aus und ist so gesehen ein Personenschutzschalter. Feinsicherungen bestehen meist aus einem Glasrohr, das an den Enden zwei Metallkappen hat, die mit einem Schmelzdraht verbunden sind. Diese Glasrohrsicherungen stecken oft in einer Fassung auf Platinen von elektrischen Geräten und schützen diese vor Überlastung und Kurzschluss. Die Sicherungen haben neben Nennstromstärken zwischen 0,032 Ampere und 20 Ampere auch eine unterschiedliche Auslösecharakteristik von superflink bis superträge, die in Abhängigkeit des zu schützenden elektrischen Gerätes gewählt wird und bei einem defekten Gerät nur durch Sicherung mit denselben technischen Daten ersetzt werden darf, was insbesondere auch beim Austausch von Sicherungen im Haussicherungskasten zu beachten ist. Meist verhindern hier jedoch die Einsätze, dass Schmelzsicherungen mit höherer Stromstärke nicht in die Sicherungshalter passen. Da durch Transformatoren, die sich in vielen elektrischen Geräten befinden, kurzzeitig sehr hohe Einschaltströme fließen, die zum Teil ein Vielfaches der Betriebsstromstärke erreichen, verwendet man hier oft Bimetallsicherungen, die wegen ihrer großen Auslöseträgheit beim Einschalten des Gerätes dieses nicht von der Netzspannung trennen und nur dann auslösen, wenn die hohe Stromstärke nicht nach einer definierten Zeit auf die Betriebsstromstärke abfällt. Weitere Informationen findet ihr im Internet. In der Animation beschränke ich mich auf eine einfache Simulation der Feinsicherung, bei der durch einen Kurzschluss die Sicherung ausgelöst wird. Ich simuliere nun die einzelnen Schritte. Dazu schalte ich das Netzteil ein. Der Strom fließt vom Pluspol über die Feinsicherung und die Glühlampe zum Minuspol des Netzteils. Da der Stromkreis geschlossen ist, leuchtet die Glühlampe. Im zweiten Schritt simuliere ich einen Kurzschluss, indem ich die Glühlampe mit dem roten Draht überbrücke. Infolgedessen fließt ein sehr hoher Strom durch den Sicherungsdraht, der nach 20 Millisekunden durchbrennt, was hier in Zeitlupe zu sehen ist. Unser Netzteil ist mit einer Bimetallsicherung geschützt und schaltet deshalb nicht ab. Da jetzt der Schmelzdraht unterbrochen ist, ist der defekte Verbraucher von dem Netzteil getrennt und somit der Schaden begrenzt. Entfernt man nun die Kurzschlussbrücke, leuchtet die Glühlampe nicht, weil ja die Sicherung zerstört ist. Ich wiederhole noch einmal die Schritte. Für hohe Stromstärken sind die Glasrohrsicherungen mit Quarzsand gefüllt, um den Sicherungsdraht nach dem Durchbrennen zu löschen. Wohl unter anderem auch, um zu vermeiden, dass das Glasrohr zu glühen beginnt und dadurch dann selbstleitend wird. Sicherungen dürfen auf keinen Fall überbrückt werden, weil dadurch lebensgefährliche Situationen entstehen können. Im Fall, dass man eine defekte Sicherung mit beiden Händen berührt, entsteht eine sogenannte Querdurchströmung, die bei einer Netzspannung von 230 Volt zu Herzkammerflimmern führen kann, bei dem nach 8 Minuten der Gehirntod eintritt. Deshalb ist es Laien nicht erlaubt, Eingriffe in elektrischen Geräten vorzunehmen. Danke fürs Zuschauen.